Nach dem symbolischen Startschuss hier auf der CeBIT fragen sich natürlich viele, wann können wir alle dieses WLAN-Netz nutzen? In Kiel gibt es das bereits. Genau, wir rollen das jetzt die nächsten beiden Jahre aus. Natürlich wird es ein paar Tage dauern. Aber wir werden alle Landesliegenschaften zu Access Point machen, alle Schulen. Und von da aus dann nach und nach das Netz in Schleswig-Holstein auslegen, genau wie in den Sparkassengebäuden, bei den Zeitungen, es schnell verfügbar sein wird. Also wir werden jetzt sehr schnell erleben, dass das hochfährt und dass wir sehr bald entweder auf unserem Handy der echte Norden als Netzangebot sehen oder das SH-Netz als Netzangebot sehen und die auch miteinander dann übereinander liegen. Was erhoffen Sie sich von dem WLAN-Netz für Schleswig-Holstein? Sollen mehr Firmen nach Schleswig-Holstein kommen? Ja, dass das Leben bei uns noch attraktiver wird, weil Menschen leben eben in beiden Welten, einer realen und einer virtuellen. Und sie wollen, dass beide Welten zusammenkommen. Und es wird ein Wettbewerbsvorteil sein. Wenn du das hast, wenn du es anbietest, dann ist es für Unternehmen noch ein Punkt, mehr zu uns zu kommen. Dann ist es aber auch für Menschen ein Grund, bei uns zu wohnen und nicht in Metropolen, weil wir haben gute Luft, wir haben den Strand und wir haben das Netz. Und deswegen war Lederhose und Laptop gestern und heute ist Surfbrett und Datennetz die Antwort. Denn was nützt mir der Laptop, wenn ich offline bin? Bei uns bist du online. Andere Länder werden vielleicht jetzt neidvoll nach Schleswig-Holstein blicken und sagen, die machen es vor, so könnten wir das auch machen. Glauben Sie, dass andere Länder jetzt dem Beispiel von Schleswig-Holstein folgen? Ja, ganz sicher. Also wir folgen ja dem Beispiel der baltischen Staaten, die schon weit, weit uns voraus sind. Da sind wir ja eher die Rückständigen. Und du wirst damit keinen Erfolg mehr haben in der Zukunft. Am Ende werden wir das alle haben, aber wir werden es eben auch haben. Und die hohe Lebensqualität haben wir trotzdem. Aber ich darf da nicht ins Hintertreffen geraten. Und wer jetzt voranprescht, wer jetzt in eine Starterposition ist, der holt eben spannende Unternehmen als erstes zu sich. Gerade so in dem Mittelstand, der wissensbasiert ist. Die sagen, oh ja, warum soll ich das nicht in St. Peter, in Heiligenhafen oder in Heikendorf machen? Und warum muss ich dafür nach Berlin-Mitte? Muss ich gar nicht. Die können halt zu uns kommen. Also wird Schleswig-Holstein das neue Silicon Valley von Deutschland? Ja, Silicon Valley ist, was das angeht, gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Die haben relativ schlechte Datennetze da. Übrigens auch sehr, sehr teure. Da sind wir viel, viel besser. Wir glauben das immer nur. Der Vorteil von Silicon Valley war ganz bestimmt nicht deren Infrastruktur, sondern das Entrepreneurship, der Unternehmergeist, der war da besser. Bei der Infrastruktur sind wir viel, viel besser als die. Gut, dann können wir uns glücklich schätzen, dass wir in Schleswig-Holstein können wir sowieso, leben. Genau. Dann bedanken wir uns. Sehr gerne, danke.